Und damit sag ich mal Hallihallo und herzlich willkommen zurück nach einer Ewigkeit zu Dead Island 2, zum Solar DLC. Und wie man sehen kann, bin ich nicht alleine. Na? Wie geht's Hallo. dir so? Gut. Ja, das Projekt hatte ich jetzt ein bisschen bei Twitch nach hinten geschoben, bei YouTube wahrscheinlich nicht. Weil ich Dark erstmal helfen wollte, dass er auf demselben Stand wie ich ist, damit wir hier das letzte DLC auch mal im Koop hier daddeln können. Ich habe ihn extra gefragt, ob er will. Und ihr seht, er freut sich. Ja, das letzte DLC ist vorhanden. Dark ist vorbereitet, er weiß, wie das Spiel funktioniert. Ich bin absolut dämlich in dem Spiel. Endlich mal ein Spiel, wo ich die Oberhand habe. Oh, kann das sein, dass ich dass ich abbreche? Teils. Also zumindest im Steam war es gerade eben so. Also Dark hat wirklich alles bei sich auch gemacht. Mit den Nebenquests habe ich ihm jetzt nicht so unbedingt geholfen, aber ich habe ihm geholfen, durch die Hauptstory durchzusprinten wie sonst was. Und selbst das Haus-DSC habe ich auch mit ihm gedattet. Also er hat zum Beispiel auch Konstantins Geschenk. Also er ist wirklich ready. So, und für das Solar-DSC brauchen wir eigentlich ja nur an die Karte gehen und können dort in den Bereich reinreißen. Also wir müssen jetzt nicht unbedingt, wie beim Haus-DSC, unbedingt dieses Kärtchen da anfassen. Schrägstrich betatschen. Wir sollten da eigentlich einfach so hinreißen können. Zumindest war das, als ich bei dir eben beziehungsweise am Wochenende dran war. Ja, da konnte man dann einfach hinreißen. Und man sieht, wir haben ein bisschen was vor uns. Eine Nebenquest, 9 Story-Questen, 2 Suchmeldungsquesten und auch einiges zum Sammeln. Ich weiß noch nicht, was auf uns zukommt. Hoffentlich wird das nicht so anstrengend wie das Haus-DSC. Beim ersten Mal war es bei mir zumindest anstrengend. Dark habe ich mit Leichtigkeit durchgebracht, tatsächlich. Also, legendäre Waffen. Wir waren tatsächlich, glaube ich, nur in so einer anderthalb Stunde durchs Haus-DSC, ne? Bei dir. Also ich weiß nicht, ob du danach noch alles gesammelt hast. Ja, habe ich. Voraussichtlich, falls da eine Sequenz kommt, packe ich uns schon mal aus dem Bild. Ich halte mein Maul. Ja, ich habe ihm gesagt, dass er zumindest während Sequenzen ruhig sein soll. Ich klappe dann auch mein Mikrofon hoch, dass ich nicht in die Sequenzen reinquasse und er auch nicht. Und wenn dieses Hinreißen ist, dann ganz kurz einen Moment noch nicht aktivieren, dann packe ich uns zumindest aus dem Bild. Okay, es gibt dort 2 Reisepunkte. Und endlich hast du nicht mehr den Hausvorteil. Endlich bin ich mal vor dir in der Lobby. Sorry, den Spruch musste ich mal vor mir geben. Als ich Dark geholfen habe, da, war er schon meistens immer auf den Maps und ich durfte erst so 20 Minuten gefühlt warten. Keiner von uns beiden weiß, was im Solar DLC passiert. Wir kennen aber der Vorgeschichte. Doc, bist du bereit? Ich bin bereit und ich bin in Form. Willkommen beim Solar. Ja, natürlich will ich schlechte Vibes verfolgen. This is the Solar Festival. I heard the hype. Hast du deine Nagelpistole? Ja. Ich nutze sie gar nicht. Ich habe einiges Interesse im Tresor. Oh Gott, guck dir mal die Karte an. Oh, hier ist ein Freizeitpark, da gehen wir direkt hin. Falls ich mir beide Beine breche, dann kann ich ja direkt rechts ins Medizentrum. Okay, ich packe uns mal eben kurz wieder ins Bild zurück. Ich habe, wie gesagt, mit einer Sequenz gerechnet. Alter, hier ist direkt eine Lagerkiste. Da plündert der direkt. Ja, du kannst auch für dich plündern. Achso, du meinst die Kühlbox. Ich habe sogar ein neues schickes Schwert, also. Ach, du hast das legendäre Schwert. Ja, ich habe an sich alle. Schwert. Ich habe alle 7 legendären Waffen, also. Ich habe sogar einen neuen Schlüssel, den habe ich anscheinend noch nicht. What's
aktualisiert. Meinem Inventar. Ich will ja nichts sagen, aber dieses Poster sieht nicht zertrampelt aus. Ah. So, okay, zertrampeltes Poster. Musik kann die Welt retten. Amerikas erstes komplett nachhaltiges Festival. Ach ja, im Übrigen, zu dem neuen DLC, ich habe es schon gesehen, als ich zumindest einmal gestartet habe, es gibt offenbar noch mal zwei neue Zombie-Arten. Leider. Die extra nur für dieses DLC da sind. Und ich habe keine Ahnung, was uns da erwartet. Wir werden sterben. Ja, den Erfolg habe ich mir übrigens gesnackt, während ich Dark hochgeholfen habe. Dark hat ihn aber auch, den Koop, Erfolg. Wo du fünfmal deinen Kumpel wiederbeleben musst. Ist irgendwie ein Autoalarm an. Hörst du das irgendwie? Nein, bei mir nicht. Und zumindest war das im Hintergrund, was ich gehört. Ah, okay, wenn du eine Werkbank suchst, hier hinten. Ach, da bist du. Ja, ich möchte aber gern alles hier alles auschecken, ob wir keine Karten oder so vergessen haben. Wir sind noch knapp am Anfang. Ich glaube nicht, dass wir irgendwas übersehen haben. Ah, oh, du weißt ja nie. Also hier sind schon mal zerstörte Autos. Da find's bestimmt ein paar Elektroteile. Oh, ich hab einen Zombie gehört. Hast du diesen Dreck links auf dem Parkplatz sind die? Okay, Studentenautoschlüsse erforderlich. Ja, ich habe auch einen gehört. Ich sehe die hier hinter. Komm nicht zum Solar Festival heißen. Hier wird man trocken. Sauber meine ich. Oh, genau, ich werde trocken durch den Wassereimer. Ja, ich wollte sauber sagen und bin auf trocken irgendwie gekommen. Hier ist der Werkbank, ja. Kann man zumindest. Gibt's ja auch ein Tresor? Das wäre ganz gut. Und im Übrigen mit dem Solar DSC soll auch eine neue Waffe dazugekommen sein. Live aus dem Solar. Cassidy Mountains. Live auf der Indie Stage. Die Cassidy, das ist doch eine von den Noom-Leuten gewesen. Also ich habe das ja letztes noch mit dir ja gesehen, die Sequenz mit den Nooms. Ja. Ich meine, das war eine von denen. Oh man. Take your turn, guys. Sie haben versucht abzuhauen. Hast du auch gerade so eine Quest aufgesammelt? Nein. Da unten lag so eine Notiz. Ach so, die, meinst du die jetzt, die hier auf dem Weg lag? Ja, genau. Ja, die habe ich eingesammelt. Liest du das eigentlich vor, oder? Ja, die Notizen, die lese ich zumindest onscreen vor. Isola. Soll ich am besten... Oh, Entschuldigung, ich habe aus Versehen geschossen. Du hast den Geilo-Revolver gerade genutzt. Ja, den legendären Revolver. Wollen wir nicht jedes Mal zusammenlaufen oder wollen wir uns so ein bisschen trennen? Eher mehr so zusammen, jetzt vermute ich die Sequenz. Hallo. Ich wusste es. Thank you.
Ich würde mal sagen, das ist die neue Zombie-Art. Nee, das ist Cassidy. Die nutzt ihren Dünndarm als Peitsche. Also, gruseliger gibt's wohl nicht. Ey, das wäre nicht Kreativität. Ich habe keine Ahnung, gegen was die schwach ist. Oh, sie ist anscheinend sehr anfällig auf Kopfschaden. Oh, was ist das denn? Würde ich auch gern. Oh, die kann Akro werden. Oh, wir können unsere Phasen nicht einsetzen. Und oh, sie ist auf Bein auch anfällig. Wundbar auf Bein ist sie. Ich habe einen Arm, glaube ich, gerade gebrochen. Hab sie getötet. Peitsche heißen die. What the shit was she? Warte mal. Ich glaub mal übrigens, dass es sie ein bisschen gejuckt hatte, ne? Jetzt fangen der Peitsche sich selbst zu verstümmeln, hat dazu geführt, dass sie sich in ihren eigenen Eingeweiden verfangen. Ihr peitschendes Gedärm erweitert ihr Angriffsweite erheblich. Ja, das hat man gemerkt. Und davon wahrscheinlich nochmal eine Unterart. Warum packe ich uns wieder ins Bild? Hier kommt doch jetzt wahrscheinlich sowieso wieder was. Oh, da liegt noch eine kleine Punktstahlstab. Wenn du das Schrottding haben willst, nimm. Aber die hat ordentlich was eingesteckt. Huh. Cozy. Glaube ich, hätte meine AK ausrüsten sollen. Ich hätte gern Munition. Ich habe genug Munition, ich kann da aber leider nichts abgeben. Aber hier liegt Munition. Das ist was anderes, oder? Festungsmaterial, das brauchst du aber nicht. Nee, für Muni brauche ich das nicht. What part of go away did you not under fucking step? Brauchst du dich oben, unten um? Ja. Kannst ja auch wieder direkt nach draußen, aber... Hier steht eine Frau, die mit uns reden will. Ja, dann komm ich nach unten. Absage Nummer 8. Ein Ausdruck unter vielen in einem Ordner. Sehr geehrte Frau Tan, vielen Dank, dass Sie Ihre Arbeit Resonanz in Aktion, die Verflechtung von Frequenzen und Materie erneut eingerichtet haben. Eingerichtet. Ich weiß es zu schätzen, dass Sie sich die Zeit genommen haben, meine Bedenken hinsichtlich der letzten Version aufzunehmen. Und doch bewegt sich Ihre Arbeit im Bereich der, nennen wir sie beim Namen, Pseudowissenschaft. Ich hoffe, Sie verstehen, dass ein Verlag unseres Renommens es sich nicht leisten kann, mit diskreditierten Konzepten wie der Orgonenenergie in Verbindung gebracht zu werden. Erlauben Sie mir, Ihnen einen Rat zu geben. Eine Vorschau mit Ihrer Expertise und Ihrem Ruf hat der wissenschaftlichen Community viel zu geben. Vergeuden Sie Ihre beträchtlichen Talente nicht, indem Sie sich am Absurden abarbeiten. Freundlichen Grüßen, Burgess. Ja, sehr nette Nachricht. Also hier ist auf jeden Fall so ein Kommandopunkt. Also mit der Schnellreisekarte und da hinten ist sogar eine Werkbank. Also wir hatten vorhin eigentlich auch schon eine Werkbank, aber den ist hier sogar noch der zweite gestellt. Ist doch nett. Oh, warte, kannst du... Oh, du kannst im Verkaufsautomat handeln. Oh, da ist eine legendäre Waffe drin. Komm her. Stimmen, der Ripper. Aber die hole ich mir direkt, legendäre Waffe. Ich kaufe mir erstmal die Munition. Ja, die Munition, das ist nebensächlich und Schießpulver. Also du kannst sogar verkaufen bei einem Automaten. Verkaufen möchte ich nicht, aber setzt du die Waffe, die neue Waffe direkt ein? Kannst du hier unten so oder so nicht. Aber ich will sie testen, ja. Ja, dann ich denke mal auch, dass die uns sehr behilflich sein könnte, oder? Weiß ich nicht. Scheint also zumindest gut im Verschwimmen zu sein. Also zumindest scheint die Blutung schaden. You can just turn right back around and leave the way you came. Hey, I'm not gonna hurt you. What are you? Psyop Super Soldier? You got alien DNA, don't you? No, I'm just me. My name's Carla. These broadcasts are public service. Stay away from it. Away from what? The beat. Are you okay? Are there some meds you need to take? Right. Nutcase. Grace just like always. Go and don't come back. Not without you. I can't leave. Won't let me. This beat? Okay,
What happened here? You're not going to believe me. Try me. I have tried my whole life. People like you don't want to believe. You just want everything to stay normal. I get it. Since the outbreak, I've seen shit that if I told anyone, they'd call me crazy. I'm ready to believe. It happened at the main stage. Headline act on the final night. 30,000 people dancing. Suddenly, there was this beat vibrating in my bones. Came from the speakers, but it was music. It was something more. People were screaming, holding their heads. They just turned in seconds. They all turned. It was carnage. They weren't bitten? 30,000 people don't get bitten all at once. It was the beat. Fuck. And the strange glass speakers. They have this energy coming out of them. I can still hear it. Then I need to stop it. What's your name? Grace. Okay, Grace. I'll check this weirdness out. The beat will take you too. Nah, I don't zombie. Must be my alien DNA. Right. The beat's coming from the Indie Zone and Fusion Point. But only a fool would go there now. Ich darf vorstellen, hier sind zwei Vollpfosten, die dahin rennen wollen. Ja. Und wir wollen uns genauso dem Beat unterwerfen. This beat? Das würde aber auch ohne den Zombieismus funktionieren bei mir. Ach komm, warum dürfen wir die nicht nutzen? Verstehe ich auch nicht. So, what's this beat sound like anyway? Aber das mit dem Beat, das kann ich mir wirklich sehr gut vorstellen. Die gerade hat ja auch mehr oder weniger irgendein Geräusch von sich gegeben und dann konnten wir unseren Wutmodus nicht mehr nutzen. Ja. Oh, guck mal hier. Ich würde mal sagen, die Frau war eine Verschwörungstheoretikerin. Auch wieder was zum Lesen. Nicht gesendetes. Hi, Mom. Warte mal, erstmal lesen. Ah, okay, kein Mädchen, das es geschickt hat. Hi, Mom. Sorry, es ist eine Weile her. Wie geht es dir und Dad? Mir geht es gut. Tut mir leid, dass ich mich nicht gemeldet habe. Ich weiß, ihr macht euch Sorgen um mich. Aber ich kann gerade nicht zurück ins Ingenieurswesen. Ich bin hier etwas Wichtigem auf der Spur. Das ist wohl das Beste, was ich momentan für uns alle tun kann. Hi, Mom. Ich denke heute an dich und Dad. Bin stolz auf euch. Hi, Mom. Wie läuft es bei euch? Gib nichts auf Gerüchte. Es gibt sonst niemanden, der danach forscht, deswegen ist es ja so wichtig. Hi, Mom. Mach dir um mich keine Sorgen. Geld ist kein Problem. Die Unternehmenswelt war großzügig und ich habe nie groß gepasst. Später ist für all das noch genug Zeug. Im Moment ist das hier das Notwendige. Tut mir leid. Mehr kann ich gerade nicht sagen. Aber wirklich, es geht mir gut. Hi, Mom. Ich werde eine Weile lang sonntags nicht kommen können. Keine Sorge, es ist alles in Ordnung. Ich brauche nur ein wenig Raum für mich. Meine Forschungsarbeit nimmt viel Zeit in Anspruch, aber ich glaube, ich habe den Durchbruch geschafft. Sag Bescheid, wenn ihr was braucht. Tut mir leid, dass ich nicht so oft anrufe, wie ich sollte. Ihr seid stets in meinen Gedanken. Ich liebe euch. Ist schön, dass sie sich das alles dachte, aber nicht abgeschickt hat. Alter. Stattdessen hat sie uns eine Notiz hinterlassen. An denjenigen. Oder diejenige. War ja an die Eltern offenbar gedacht. Ja. Wollen wir durch die Tür oder durch diesen kleinen, kleinen Schacht da oben? Ich würde auch durch den Schacht klettern. Alter, die Kreissäge, die sieht geil aus. Ich möchte die echt mal gern ausrüsten. Also ich scheiße auf dieses Messer. Ich leg das erstmal unten ins Inventar, damit ich das nicht ausgerüstet bekomme. Also sieht schon ganz cool aus. Frage ist, ob es Schaden macht. Ja, Schaden. Also, das macht, glaube ich, mehr Schaden, aber hat, glaube ich, eher einen schlechteren Geschwindigkeit beim Angreifen. Wir können ja noch mal zurück zur Werkbank laufen und es ausrüsten. Was hat denn das überhaupt standardmäßig für eine Fähigkeit drauf? Blut. Verblutung. Nee. Ja, solche Waffen haben meistens noch Zusatzfähigkeiten. Ach so, ja, so ein... Das schreit uns übrigens jemand an.
Revolutionär. Angriffe könnten die Geschwindigkeit deiner Klinge, schwere Angriffe und Konterangriffe erhöhen sie am meisten. Bei voller Geschwindigkeit wird ein aufgeladener Zustand mit erhöhten Schaden ausgelöst. Die Fähigkeit meinte ich. Also die Geschwindigkeit der Klinge erhöht sich, wenn man draufkloppt. Ja, und Ermächtigung. Also das, also kritischer Schaden und so habe ich gerade gesehen, was angezeigt wurde. Und den Schreihals da hinten, den habe ich liquidiert. Er schreit uns nicht mehr an. Achso, wir müssen doch. Oh nee, ich sehe einen Lepra-Zombie. Oh, getötet, bevor er sich verwandeln konnte. Oh. Diese Mutanten heißen die doch. Ja, ich nenne sie nach wie vor Lepra-Zombies. Ja, ich nenne sie Mutanten, weil Mutanten ist der Fachname dafür. Oder sind auch noch. Sie sehen aus wie Lepra-Patienten, also sind es Lepra-Zombies. Wollen wir nochmal den ganzen Park absuchen? Oder wollen wir einfach der Quest nachgehen? Angriffe beschleunigen die rotierende Klinge des Rippers. Bei Höchstgeschwindigkeit geht der Ripper in einen super geladenen Status, der erst die wahre Schnittkraft entfesselt. Ja, das Ding verhält sich auch wie eine Kreissäge. Ist wahrscheinlich gut gegen Horden. Ja, schätze ich auch mal. Irgendwas muss die Waffe ja können. Schade, dass wir keine Äste oder Kakteen beschneiden können. Oh, hier lege ich mich doch gerne hin. So schön gemütlich. Wir haben hier auf jeden Fall nichts vergessen. Oh, ein Sprenger ist hier. Ja, die Sprenger sind halb so wild. Warte, erst mal die also Sprenger finde ich nun wirklich nicht schlimm. Nee, die haben wenig Leben, die kann man so schnell töten. Die benutze ich immer für mich. Ja, das auch. Da war solchen. Vorne und Zombie. Ich hab den aufgeladenen Modus. Guck dir mal die Kettensäge an. Ah, doch, ja. Auch. Komm, ich will den aufgeladenen Schlag. Ja. Da dir. Jetzt, oh, jetzt kannst du ihn in den Arsch. Da ist das Bein ab. Ich guck mal gerade, was? Oh, hier, auf dem Tisch. Hm? Auf dem Tisch, hier liegt eine kleine Notiz, die du vorlesen kannst wieder. Während ich Monster herlocke. Ja, ist ja nicht gerade so, als wäre das Ding leise, ne? Ah, da, den Tisch hast du gemeint. Oh, hier ist ein reiche Kost. Was darf es, wie darf das Ei denn sein? Gerührt vielleicht? Also sortierte Knoblauch, Pilze, geröstete Kirschtomaten und Rührtofu. Ist so ein Gericht lese ich jetzt nicht vor. Oh, schade. Wollte ihn treten. Naja, es wird wie beim anderen DSC sein, dass sich das Absuchen von dem Gebiet wahrscheinlich sowieso erst dann lohnt, wenn wir den Hauptteil abgeschlossen haben. Vorher wird ja hier keiner von den Schlüsselzombies wirklich rumrennen. Und so weiter. Also wir können ja dann immer noch untersuchen. Ja. Oh, hier oben liegt auch noch eine Notiz. An den Schlüssel! Schlüssel liegt hier oben! Oh! Oh, scheiße! Au! Deine besten Freunde, ne? Ja. Schlüssel für Spind, eher 19. Na, verbrenn den Sack erstmal.
Dark hat übrigens nicht denselben Charakter wie ich. Er hat Bruno genommen und der kann nicht den Sprung kicken. Den anständigen. Da war ein Schreier jetzt erstmal geköpft. Ich habe aber dafür einen Charakter mit der. Ich habe dafür einen Charakter mit sehr starken kritischen Schaden. Okay, Constant hat mir eine Nachricht gegeben. Enzyklopädie, die T-Suche, keine relevanten Treffer. Kalek, keine relevanten Treffer. Guter, keine relevanten Treffer. Taxi, ein Treffer. Bedeutung unbekannt. Jakob Sack Hiku, Mitani, geschätzt 1350 vor Christus. Auszug aus einem Journal, Beschreibung der Entdeckung. Ein Ausgrabungsteam hat ein neues Grab entdeckt, das jahrhundertelang versiegelt gewesen war. Es barg weder Gold noch Schätze, sondern nur die sterblichen Überreste eines nicht identifizierten Mannes. Ritzzeichnungen im Inneren des Grabes lassen vermuten, dass der Mann noch lebte, als das Grab versiegelt wurde. Die Nachricht bestand aus einem einzigen Wort, das wiederholt wurde. Tak-Gi. Dies ist ein in unserem phonetischen System entsprechende Annäherung. Das Wort hat für die Einheimischen keine Bedeutung. Noch beunruhigender ist die Tatsache, dass wir glauben, dass die Person diese Nachricht mit dem angespitzten Knochen seines eigenen, noch am Körper befindlichen Armes eingeritzt haben könnte. Ein obsessives, alles verzehrendes Abfleben. Ich wollte gerade sagen, magst du mich beschützen, während ich hier was am Lesen bin? Ja, ich habe den Zombie gerade gesehen. So, wir müssen hier nach dem Beat suchen, ne? Ich habe ja aber bis jetzt nichts gefunden. Ja, das, wir werden ihn wahrscheinlich nicht sehen können, weil es ist ja eigentlich ein Geräusch. Obwohl, sie hat ja auch was von Energien gefaselt. Ja, irgendwie so ein Geräusch, was Monster anlockt und was es verwandelt. Vielleicht war es einfach nur ein Schreier. Ja, Schreier kann aber nicht singen, ne? Obwohl, die sind ja nur durch das Geräusch zu Zombies geworden, hat sie ja gesagt, ne? Hier hinten kommt der so langsam ein Beat. Ja, das war mir irgendwie schon klar, dass wir Richtung Norden müssen. Oh, das Ding nutzt sich aber schnell ab. Aua. Tarla, was müssen wir tun? Die Geldautomaten plündern. Geld. Oh, hier hinter dir ist ein Gegner gewesen. Oh, hier sind ganz viele Toiletten. Gehört, glaube ich, ein Schreier, ein Läufer, oder? Oder ist es ein Läufer? Der Hammer bleibt immer noch die beste Nahkampfwaffe. Oh, hier, da hinten. Ein Magnetschloss, da hinten ist was, leuchtet was. Nee, so wirst du da wahrscheinlich nichts öffnen. Nee, das ist irgendwie gerade mal von der anderen Seite. Ah, ich hab ein Magnetschloss. Irgendwie bei der Theke direkt. Aber es sind, glaube ich, zwei. Wird schon treffen. Ja, es fehlt noch eins. Irgendwann geht es hoch. Diese ganzen Zombies, die spawnen aber auch alle wieder. Ja, das ist normal. Unnormal. Ich glaube, das andere Magnetschloss ist bei mir, oder? Das ist blaue Kabel. Ah, warte, ich weiß, glaube ich, wo das andere ist. Du musst eigentlich nur den Kabeln folgen. Ich ist drinne. Das eine war drinne. Okay, komm her. Goldene Zeiten, Dude. Yo, Terry! Falls ich von deiner Schicht nicht wieder da bin. Oder ein Tacke oder so und lehn dich zurück. Du glaubst nicht, was für einen Deal ich klar gemacht habe. Ich hab drei Wörter für dich. Broken Bound. Das sind doch drei Wörter, oder? Egal. Die haben ihren Prototypen gefeuert. Und aus der Rache hat er diese geilen goldenen Mikrofonkrallen geklaut. Und verkauft sie mir jetzt für ein paar Töten meine Kräuter-Spezialmischung. Ich habe schon einen Käufer an der Hand. Das bringt uns eine starke Geld ein, Bro. Ich lasse dich in 5 Minuten hinter dem Produktionslager von der Hauptbühne mit ihm. Danke für die Elektrobombe. Peace. Oh,
zugeschnitten, du kriegst. Ich hab auch gerade eben durch den Zombie-Schaden bekommen. Aber schön, dass du nochmal nachprüfst. Ja, eventuell wollte ich das nochmal testen. Ich meine, wir können uns gegenseitig sabotieren durch Sprengkörper und so. Durch diese und die durch diese Sauerstoffflaschen, wenn wir die in die Luft jagen. Haben wir schon oft genug hinbekommen. Ja, das hast du bei mir schon öfters mal gemacht. Das ist absichtlich. Nicht, ich weiß nicht, wovon du redest. Ich weiß aber schon, wovon ich rede, Carla. Beat? Wir suchen den Beat. Mierda. Das ist der Schreier, den ich gerade eben über den Haufen geschossen habe. Der Gegner hält aber viel aus. Hast du, wieder so ein Peitscher vor dir oder was ist? Also der Peitscher, der hat ultra viel ausgehalten, aber die mit den Namen, die halten auch generell viel aus. Nee, da stank nur stinknormaler Gegner. Falls du eine Notiz hast, bitte sag mir Bescheid, dann komme ich zu dir. Du willst sie später bei dir auch nochmal sammeln, ne? Ja, genau. Magnetschloss, schon wieder ein Magnetschloss? Ah, da vorne ist der Beat. Vorne auf der Bühne. Ah, ich habe die Tür geöffnet. Wir haben ein Kochmesser gefunden. Lecker Energy Drink. Au ab, du Drecksgegner. Oh, hier hat einer lange nicht mehr seinen Platz aufgeräumt. Nur von der anderen Seite kann es geöffnet werden. Aber bei mir ist mal wieder gar nichts drin. Ach, obwohl das wieder mit Sicherung. Ha. Ist ein Druckknopf. Tatsächlich. Oh, hinter dir! Hi, wie geht's denn so? Der Gott hört mich an. Tschüss. Hier hinten war eine Sicherung. Sicherung. Ja, jetzt müsste hier offen sein. Warte. Rette du den mal, ich hol das Wasser. Ja, musst du die Fässer hier entfernen. Ein Offizierschwert kam da raus. Oh, ein automatisches Kaliber kam bei mir raus. Ja, bei uns ist der Loot ja nicht gleich. Das haben wir ja schon ausgeklärt. Das ist bei mir nicht das gleiche Licht wie bei dir. One of those weird speakers Grace talked about. Ist der Loot. Hast du recht. Ich gehe gerade Richtung der Bühne. Oh, wir haben Besuch.
Von wem redest du? Zuschauer. Sounds coming from the DJ deck. Dreh den Beat auf, ja, das mache ich doch immer gern. Oh, wir müssen gegen die scheiß Gegner wieder. Huh. Don't think this is working right. Eventuell lohnt es sich nicht, mit dieser Waffe zu kämpfen. Ja, die verbraucht sich echt schnell. Aber dafür macht die sehr guten Schaden. Ich finde den Hammer immer noch praktischer, halt auch wegen dieser massiven Explosion. Hier ist schon wieder eine Werkbank. Es soll auch eine neue, komplett neue Fernkampfwaffe geben. Dafür kann man ja auch das Munitionsding finden, zum Herstellen. Wenn es auch kein Schießpulver braucht, ist es meine neue Lieblingswaffe. Weil, es stand im Zola DSC schon drin, was das für eine Fernkampfwaffe ist, aber ich will es den Zuschauern nicht spoilern. Und mir vielleicht auch nicht. Ich habe auch absolut keine Ahnung. Hast vom Gegner getötet, danke für die Explosionsdrüse. Ah ne, wir sind wieder hier. Hier ist ein Sprenger geplatzt. Alter, hier liegen so viele Gedärme rum. Oh! So, wo sollen wir denn als nächstes hin? Ach, wir müssen das Soundsystem reparieren irgendwie. Wir haben hier noch was zu tun. Folgt mal den Kabel. Am besten. Das sollte doch eigentlich relativ aufschlussreich sein, wenn wir den Kabel folgen. Aua. 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 Achtung, Aua, wenn du zu mir willst. Hier sind ganz viele Potenzriegel. Hier ist ein Zombie, der seine neue Schuhe haben möchte. Ja. So, wenn wir nur drüber springen, dann haben wir es ja. Hab ich richtig mal die Chemiebombe hier aus, tatsächlich. Boah. Nicht lohnt es sich. Kann da gar nicht drauf, ne. Und hier kann man hier aus rein, okay. Ich war's nicht. Ach, der war's. Gewesen. Finish hier. Hier hinten ist nichts. Kannst du noch ein paar Türen öffnen? Ja, Klotüren. Ah, Tür zu, Privatsphäre. Da läuft in Ruhe aus. Guck. Alter, hör auf damit! Okay. Ah, oh mein. Hier kann man hochklettern. Wir müssen ja den Weg finden, die Zaunanlage zu reparieren. Ich muss doch noch meine Herausforderung da abschließen. Ich muss dich noch ein paar Mal wiederbeleben. Ich muss doch nachhelfen. Ich hab dir gerade ein Leben, ey. Bleibt das offen? Es bleibt offen. Hast du wieder Freunde gefunden? Ja, anscheinend war es Gegner. Unerwarteter Besuch. Alter! Ach, diese scheiß Mülltonne ist explodiert. Wieso? War ich nicht. Nein. Was ist Feuer entzündet? Wo
können wir die komische Anlage denn reparieren? Was ist denn überhaupt der Fehler? Also in dem Kabel bin ich ja gerade eben gefolgt. Hier ist allgemein Feuer. Ja, müssen wir eben gucken. So, hier ist auch so ein gelber Bereich. In dem gelben Bereich müssen wir auf jeden Fall hier was finden. Ja, ich bin schon längst dran, aber ich finde nichts. Der Bereich ist... Ah! Ich hab... Ah, nee, ich hab eine Notiz. Wenn die Currywurst ruft, hast du die schon? Nee, dann komm mal zu mir. Willst du sicherlich vorlesen. Das gehört sogar dazu. Ich konnte das Chaos etwas bändigen. Lass das Setup erstmal so. Ich mach Pause, wir sehen uns zum Mittag. Für mich auf jeden Fall Currywurst. Ich denk mal, wir müssen jetzt einen Currywurststand suchen. Ja. Wird ja richtig nervig werden, ne? Sonst wäre die Currywurst nicht in gelber Farbe. Ah, Currywurst. Ah. Oh, die Wurst würde ich auch reinbeißen. Hä? So. Aber musst du da nicht wieder gegen den Endboss dann kämpfen? Ich hab den Alarm mal deaktiviert. Hier liegt nur eine Leiche. Useless. This our guy? Liegt ein Küchenmesser. Ich hab den Zauntechniker gefunden. Glaubt er was? Das neueste vom neuen. Das brauchen wir sogar. Von Mikey. Dieses Scheißding von Stimmungslautsprüche. Haut mir den letzten Nerv. Das Rauschen ist besser, aber dieses passige Feedback ist noch da. Die geben uns einen Tag Vorwarnung und dann soll alles direkt laufen? Lächerlich. Wie funktioniert der Scheiß überhaupt? Spürt der die Stimmung der Leute? Große Technik. Ich schalte mal dem vom Support-Team. Der nächste Akt ist dran. Komm, wir trinken ein Bier im Ästen. Ich regle das später. Bier im Ästen. Das ist der nächste Hinweis. Du hast übrigens hier auf der Herdplatte, da lag bei dieser Mayonnaise-Tube, da musstest du auch X drücken. Ah, okay. Ja, richtig finde Mario auf da nichts drauf zu haben auf einem Hotdog, das wäre ja auch ein Verbrechen. Ja, dieser ist wichtig zu erzählen. Ich hier im Essen, ja, ist auch wichtig. Man muss ja wissen, wo das alles gelegen hat. Ja. Hat man, ist das Bier im Essen wie das Ding hier unten oder da oben? Guck mal, ich glaube mal hier unten. Ist jetzt nichts. Ich war jetzt zwar schon. Ach, da unten ist eine Kiste. Ah nee, das ist ein Fisch. Ich weiß, die beiden Sachen sehen sich sehr, sehr ähnlich. Die sehen sich sehr, sehr ähnlich. Allerdings. Ist das dein Magen, das du knurrt, oder ist es ein Zombie? Das ist ein Zombie! Peter kam eben kurz hier hoch, aber ich habe ihm wieder runtergeholfen. Beer, was erklärt er mir? Hier haben wir. Ach du, den Boden kann man wegbrechen. Ja, das ist ja auch Glas. Das ist interessant, etwas. Ja, aber ich hab's mit einem Sprungkick weggemacht. Wolltest du mir gerade extra Stolperfallen machen? Tatsächlich nicht, ich wollte hier runter. Ja, oh, du kriegst wieder Besuch. Ja, was hätten Sie denn gerne? Ich bin gerade hinterm Tresen, der andere macht gerade Pause. Finde einen Weg, das Soundsystem. Ja, das machen wir hier gerade. Ja, aber uns fehlt ja noch irgendwie was. Ja, irgendwas hier in dem Bereich, wo ich hier gerade rumgammel. Da oben bei dir, oder? Ja, da hat ja auch der Charakter gerade reagiert. Dann komme ich mal zu dir.
Ah ne, ich bin außerhalb des Bereichs. Okay, das ist schon mal schlecht. Oh nein, da ist ein Fettsack. Nehmen wir dieses Fettshaving. Seht das hier vielleicht? Nee, das seht schon nicht mehr dazu. Ach so, einer von denen. Von den Clusterviechern. Von den Kotzbrocken heißt es, glaube ich. Ja, faulige Kotzbrocken. Ich habe Egelentfernung gerade bekommen dank dir. Der Nasereigewinn hat sich erhöht. Also wenn du von denen viele tötest, dann kriegst du schneller diesen Wutmodus. Ja, das ist schon auf. Da drauf. Jeder da. Was ist das denn? Fall da durch? Ja, ich bin nur da durchgefallen. Ja, ich bin auch da durchgefallen. Aber irgendwo muss hier doch noch was sein, oder? Guck mal da unten, bis in dem gelben Bereich. Nee. Ah, hier! Ich bei mir! Tod durch, Tod durch Kundendienst. Okay. Just gotta mess with the Hallo, on the wie DJ kann ich Ihnen helfen? Wie kann ich Ihnen behilflich sein? Hi, ich bin Soundtechniker beim Zola. Sie haben dem Festival einigen ihrer neuen Lautsprecher geschickt und wir haben versucht, sie in unser Soundsystem einzubinden. Seitdem plagen uns Interferenzen. Tut mir leid, das zu hören. Lassen Sie mich nach einer Problemlösung suchen. Haben Sie bereits versucht, den Sonic-Mod-Speaker aus- und wieder einzuschalten? Ja, das haben wir. Sind bei Ihnen Kopfschmerzen oder Nasenbluten aufgetreten, als Sie in der unmittelbaren Nähe vom Zeig... Sonic Mod Speaker gearbeitet haben? Was? Nein! Vielen Dank für die Information. Bitte versuchen Sie, die Frequenzmarktanzeige auf 3,46 zu stellen. Und zwar bei allen angeschlossenen DJ-Komponenten. Okay. Okay. Ein Moment, ich denk mal, jetzt passiert was. Weil jetzt wirst du. Müssen wir gegen eine Million Gegner kämpfen. Ich denke mal, dass auch irgendwie interaktiv was passiert. Ja, das war klar. Ihre Serie, den Rot heißt gegen den Gegner. Hey, that speaker's glowing. And connected to the Zombs? Oh, it didn't like when I killed the Zombs. Oh, scheiße! Das ist der Konstantin-Effekt, den die Dinger drauf haben. Hab ihn! Da kam ein Texas-Zombie. Warte mal, ich mach einfach das, was du am liebsten hast. Then what's that sound? Oh, guck mal, ich hab was Schönes! Warte, das ist ein Kotzbrock. Ich hab das mal nach einem geworfen. Das ist eine Bombe. Warte, ich will einen damit finishen. I can feel it. Sag, ich fühle was. Now the deck's glowing? Musst du das jetzt wegbringen? Ach, du musst es da oben drauf, oder? Ich wusste, dass das was passiert. Fragmented. There's this sound that turns people into zombies. That what you're talking about? I'm recording.
It's a recording? Can I turn it off? No. I've recorded it. Take it. No way! A ghost just slid into my DMs! It's vital you find the other pieces. Restore the beat. Hold up! Do I know you? This is even weirder than that time in high school. Dach, was für Pilze hast du mir da angedreht? Ja, ich hab dir gar nichts angedreht. Ja, aber ich hab gerade Dinge gesehen. So, dann spielen wir das mal ab. Grace said there was another place to check out. Wir haben eine Nachricht von dem Geist gerade so gesehen bekommen, ne? Ich weiß. Ich würde gerne mehr von den Peitschen sehen. Aber wir werden so oder so wahrscheinlich erst dann das ganze geile Zeug bekommen, wenn wir hier den Hauptteil abgeschossen haben. Da hinten ist nochmal irgendwo eine Sicherung hier in der Nähe. Dann gehen wir doch mal dahin. Soll ich dann eine Sicherung verbraten oder? Wenn du willst. Ah, hier. Warte mal, wo? Ah, dahin. Oh, Schrupp! Mann, ich wollte die Muni absammeln. Ich war schneller. Wieso wurde ich denn getroffen? Danke. Hast du schon? Ich hab's schon geöffnet bei mir. Aber da kam nichts Spezielles bei raus. Alter! Hast du ne, den Wasserkanister umgenietet? Ich hab den da weggenommen. Also wir können uns die Safe-Dinger sowieso erstmal noch nicht gönnen, bis wir die abgeschlossen haben. Erst dann sind die Schlüssel-Zombies ja da. Zumindest die meisten. So. Ja, das ist ja meistens. Deswegen sage ich ja auch die ganze Zeit, es lohnt sich noch nicht mit dem Erkunden. Also erstmal hier den Hauptstory-Teil bevorzugen und dann, wenn wir das abgeschlossen haben, können wir noch die Untersuchungen starten. Dürfte gern. Hast du die ganzen Benzinhebel und alles an? Nein. Ich bin nicht in deiner Nähe. Oh, was ist hier denn dran? Ach, hier ist so ein DJ. Ich denke mal, also hier ist eh nichts weiter mehr zu finden. Feuerzombie war das da gerade, so ein fetter Malmer. Hinter dir. Ach, das ist ein spezieller Schreier gewesen. Hatte der einen Namen? Nee, das ist dieser andere, dieser besondere Schreier gewesen. Ich habe jetzt nicht auf den Namen geachtet unbedingt. Nee, der hatte nur eine andere Kleidung an, meinst du wohl? Es gibt einen normalen und es gibt einen Voltex-Schreier. Nutz ruhig deine Armbrust, die ist mega stark gegen die normalen. Ja, aber das verbraucht doch zu viel Munition dafür. Dark. Die Munition, die kannst du dir easy wiederherstellen. Die braucht nämlich kein Schießpulver. Du brauchst nur scharfkantiges, dann hast du die Muni schon. Ja, aber das im Nachladen ist doch absolut unnötig und nervig. Suche, Alter, oh, ich habe gerade richtige Frame-Einbrüche. Ja, ich habe gerade gefühlt 20 FPS. Oh, hi. Ich kann gerade nicht spielen. Irgendwie gefühlt habe ich 30 FPS. Hast vielleicht eine unnötige Sache bei dir offen? Die bei dir gerade alles sieht? Na, sich nicht. Oh,
Ansonsten einfach über den Taskmanager mal gucken, was bei dir gerade eventuell verdreht. Ja, aber dafür musst du mich halt decken, ne? Steht gerade eh nichts in unserer Gegenwart. Oh. Hier sind die Toiletten. Das ist wirklich der Stream, der so richtig reinballert. Ich habe die Latrinen-Lady gefunden. Nee, der, das Einzige, was zieht, ist Dead Island gerade, richtig. Aber jetzt geht's wieder. Es war irgendwie der Stream. Da drin ist ein Spezialzombie gewesen, also mit Namen. Ja. Da die Latrinen-Lady. Oh, Blutdruckschaden und immer noch Feuer. Warte doch noch ein Zombie. So, ich hab jetzt was drin. Kann jetzt nichts klippen, ne? Also kann ich nichts machen. Leid, Running. Ja, aber das eigentlich selten was zum Klicken dabei tatsächlich. Weil sie liegen. Boah, wenigstens ein bisschen Stoff und so. Das habe ich 99 Mal, ich brauche es nicht. Ja, ich hab's auf. Von. Weg mit dem. Auf jeden Fall also das ist eine schöne Skulptur, ne? Ja, sieht aus irgendwie wie der. Boah, wie. Wie Kotze gefühlt. Das ist ein Schock. Was? Ja, ein Schockgegner, der explodiert natürlich noch. Hinter dir, ne? Hä? Warte. Hier ist was explodiert. So in der Indie-Zone nach dem Beat. Also ich sag mal so, als ich damals das Haus-DSC gestreamt hatte, da habe ich auch erstmal die Story bevorzugt und danach habe ich erst alles abgesucht. Auch so nebenquest-technisch. Weil sich das vorher echt gar nicht gelohnt hatte. Hier ist die Party los. Guck mal, hier ist schon wieder so ein Ding. Das ist aus dem Hausding. That sound again. Oh, hier kann man wieder die DJ-Anlage benutzen. Wieder was mit dem Strom. Dann heißt es mal wieder Kabel folgen. Okay, das gelbe Kabel verfolgen wir. Okay, wir brauchen so eine dicke Sicherung. Irgendwo hier wird wahrscheinlich eine rumfliegen. Dann mal auf, suchen wir eine fette Sicherung. Oh, was gefunden zum Lesen. Problem eines Tool-Managers, ich habe den Pyrotechniker gefunden. Magst du dich mal um den kümmern?
Problem eines Tourmanagers. Hey Tony, nur zu deiner Info. Als Joe in den Wohnwagen zurückkam, hat er Markus dabei erwischt, wie er zum wiederholten Male sein Make-up benutzt hat. Er hat einen Tobsuchtsanfall gekriegt, den Spiegel zerschlagen und sich im Klo eingeschlossen. Das scheint uns eher ein Tourmanager-Problem zu sein. Also haben wir uns zurückgezogen, damit ihr das regeln könnt. Bis später. Ja, Klo ist auch der einzige Ort, wo man seine Ruhe hat, ne? Die heilige Festung, wo dich niemand nerven kommt. Dark, redest du nicht mehr mit mir? Ja, ich hatte mich aussehen gemutet. War da bei dir auch ein Schlüssel? Nein, hast du den eingesammelt? Ja, ich hatte einen Pyroschlüssel bekommen. Irgendwo werden wir das schon verwenden können. Ich glaube, ich sehe die Sicherung, die wir brauchen. Die ist da drin. Ja, und brennt es. Hier ist ein Zombie drin, oder? Komm, Zombie-Party. Ach, da oben können wir gar nicht hin. Irgendwie müssen wir das öffnen. Nur von der anderen Seite. Ah, hier! Erstmal dafür gesorgt, dass das Tor offen ist. Opfer mich! Oh Scheiße, da oben ist eine Abdeckung. Ich hab's rausgeholt und bin dabei fast gestorben. Ach, du hast die Sicherung raus. Ich bin fast gestorben, dann kam ein anderer. Lady. So, da, hab sie. Ich geh das Ding mal einsetzen. Alle performen auf die Bühne. Hey, Power's on. Alter, wieso? Okay, ich muss einen anderen Weg zum Rauskabel nutzen. Ja, hier ist ja jetzt der Strom an, ne? Oh nee, da ist so ein Peitscher. Ja. Mann, wie schnell. Okay, man kann die Arme brechen, aber nicht abtrennen. Man kann auf die Beine schießen, die kriegen dort richtig viel Schaden. Also du kannst den einen Arm zerstören, aber er wird so gesehen nicht abgetrennt, mit dem sie peitschen. Aber schön, dass man die kaputt machen kann, die Peitschenarme. Ja, wahrscheinlich kommt dadurch noch viel mehr von diesen... Alter! Oh, Läufer! Wer? Läufer! Ich sehe niemanden. Ich spare mal meine Muni. Ja, wenn die da in so einer Gruppe stehen. Oh, ich wurde von hinten angegriffen. Kommst du denn da hin? Wir müssen sie in der Nähe von dem Ding übrigens umliegen, ne? Um das Ding zu überladen. Aha. Nur so kriegen wir das Ding da raus. Hab ihn. Der muss jetzt wahrscheinlich auch wieder da oben drauf. And the sound again. Ich kann das Ding nicht werfen, das Ding zerplatzt, wenn man es wirft. Muss hinten rum. Oh, hier ist eine Notiz. Ich lese die gleich. So, jetzt kann ich das Ding eben kurz hier ablegen. Jetzt können wir erstmal den Ruhemodus einleiten. Für die. Zieh rein. So, kannst du reinlegen, wenn du willst. Ich packe uns so lange aus dem Bild. Da wird jetzt wieder so eine Sequenz kommen. Hey, wir müssen jetzt alle Gegner töten. Müssen jetzt alle Gegner töten. Ja, alle mussten wir auch davor. It's
cells are getting rearranged. Da hast du diese Notiz schon durch. What? That beat. A call? Hey, we spoke about this already. You messaged me a recording of this beat. You can transcend different realities. Clever of me. Have we met somewhere else? I'm sure I know you. I know someone like you. Different realities. But the same song. Different realities? How? The walls are thin there. Scraped thin. What? Can't you talk in full sentences? Find the whole beat. You're the key. Okay. I'm gonna talk to Grace about this. Okay, wir müssen zu Grace zurück. Und nein, habe ich noch nicht gelesen. So, den Stimmungslautsprecher und du. Oh, das ist eine Anleitung. Lerne den Zirconic Modsprecher kennen. Eine leicht verständliche Kurzanleitung, wie du das Maximum aus deiner Neuerwerbung herausholst. Also erstmal daneben stellen, aufbauen, Pflanzen rein. Do not touch the organ bowl. Ja, da haben wir uns dann gehalten, ne? Ja. Zurück zu Grace heißt es. Warte mal, hier ist offenbar irgendwo das Ding. Wahrscheinlich hast du genau für den Tresor, der hier jetzt irgendwo in der Nähe ist. Direkt hier hinter angeblich. Dafür hast du wahrscheinlich einen Schlüssel gefunden. Zu diesen Alpiro. Ah ne, da ist sogar noch eine Notiz. Fundbüroschlüssel. Ja, die Notiz habe ich mir genommen, nicht von ein bisschen Fundsachen. 4 Sonnenbrillen, ein Eisbärplüschtier, 2 Handys, 7 Taschen und Rucksäcke, 2 Kristalle, pink und gelb, ein Schwimmtier, ein Buch, Evolutionsmarke von Dr. Rami Iguan, ein Stapel Flyer, Messgeräte. Ich finde es manchmal lustig, was da jetzt neben Tisch steht. Bestimmt auch von der verrückten Schulbus-Lady. Es wurden Beinknochen gefunden. Was? Aber den Namen. Dann möchten Sie ein Stück Melone haben? Ein Stück Elektrobombe haben. In mein Gesicht. Gerade frisch geschnitten. Warte mal, hier ist doch bestimmt noch ein Kasten. Hier, der ist doch direkt dahinter. Ich habe ihn mir gerade mal markiert. Das ist doch bestimmt der für den Pyrotechniker. Oh, guck mal hier, da liegt auch noch ein Witz. Warte. Liege ich richtig, dass das Ding für den Pyrotechniker ist? Ja, ich habe die Pyrotechniker-Kiste gefunden. Wo ist sie? Hier hinten bei mir. Zeig dir dann nachher die Notiz. Was ist ja. Eine kleine Kiste da, aber der Inhalt ist jetzt nicht so erfreulich. Sag ich mal. Ja, dann komm zu mir. Komm her. Ja, irgendwo hier. Wahrscheinlich. Nee. Ja, hier hinten. Da. Ich hab mal wieder viel zum Vorlesen. Da kommt jemand von hinten. Guck, der Schwarzhändler von Alice. Oh, ich hab ihn. Ich hab was. Ich weiß, was du sagen willst, aber hör erstmal zu. Ernsthaft, du konntest nicht mal einen Tag die Gaunereien sein lassen, um mit mir zu abzuhängen. Ach, die von Rex ist wahrscheinlich Alice. Ich weiß, aber das ist zu gut, um es aussehen zu lassen. Ich habe einen Typen kennengelernt, der auf dem Festival arbeitet. Er nennt sich Hook, der Schwarzhändler. Er sagt, er hat einen Vorrat an erstklassiger Ware hinter dem Hauptinfostand versteckt. Freut mich für dich. Es gibt einen kleinen Haken. Ach, nee. Er will die Übergabe nur auf der öffentlichen Toilette machen. Warum? Keine Ahnung, Sicherheitskamera oder sowas. Kannst du mir helfen? Moment, du meinst die öffentlichen Toiletten beim Haupteingang? Wo die vielen Palmen sind? Ich habe die Klos gesehen, die sind alle unisex. Machst du es? Ich kann doch nicht einfach einen Typen auf dem Klo anquatschen. Hilfst du mir bitte? Dafür werde ich dich für immer lieben. Die einzige Hilfe, die du brauchst, ist eine Intervention. Das ist das letzte Mal, ich mein's jetzt. Und steh diesmal schwere. Ich will nicht, dass du meine Mom erfährt, dass ich wegen Belästigung eines Chefs auf der Toilette verhaftet wurde. Das habe ich gesehen. Was hast du gesehen? Beim Haupteingang, das war nämlich unterstrichen, da ist irgendein Spezialzombie.
So. Also wieder zum Schlüssel aufsammeln. Na. Auf der Karte? Nee, warte, das ist irre weit von uns weg. Wo sind wir gerade? Nee, warte, wir sind doch in die Zone. Wir haben hier nämlich noch eine Sicherung, die wir eben kurz uns noch frei machen können. Sicherung geht immer. Ja, Sicherung geht immer, auch wenn da Kackwachen drin sein werden. Zur Not kann man es verscherbeln. Ey, Pfoten raus dem Mülleimer. Schreibt ja jemand. Hier war ein Armbrustbolzen. Ja, ich kann die gar nicht dann aufheben. Du nutzt das Ding ja auch nicht. Nee, weil ich die noch nicht ausgerüstet habe. Okay. Sicherung rein. Ich habe die Toiletten gefunden. Oh, da hinten ist ein Zombie. Oh nein. Aus. Mich juckt's in der Nase. Ich juckt's in der Nase, mich juckt's in der Hose. Oh. Nur ein Schlagstock. Zombie-Schwert, ja. Wenigstens hängen hier überall Erste-Hilfe-Dinger an der Wand. Ja, ich brauche tatsächlich. Mir kommt es tatsächlich gar nicht so voll, als würde ich viele brauchen, aber anscheinend kann ich die jedes Mal wieder einsammeln. Ja, gut, dann zurück zu Grace, ne? Wir haben ja keine andere Wahl. Wie gesagt, das Erkunden lohnt sich ja, wie gesagt, sowieso nur dann, wenn du die Hauptstory abgeschlossen hast. Ja, genau. Zumindest bei den DLCs ist das so. Oh, was ist denn das für ein cooles Ding da hinten? Aber das lohnt sich, das doch noch anzuschauen. Oh, Schießpulver war da oben drauf. Cool. Da hat jemand seinen kunsthandlichen Handwerk hier freien Lauf gelassen. Vor allen Dingen sogar passend zum Zombie-Spiel. Das war niemals so intended vom Spiel. Von dem Typen, wenn man jetzt mal so davon ausgeht, ne, die wollten ja hier ein Festival feiern und dann rein zufällig so ein Zombie-Ding zu basteln. Sehr random. Oh, guck, wir können die Werkbank also Armbrustbolzen sind halt wirklich sehr, sehr billig. Du brauchst nur ein scharfkantiges und kannst dir deinen ganzen Vorrat wieder voll machen. Ich glaube, ich habe also scharfkantig. Armbrust ist mega billig. Ich glaube, scharfkantiges habe ich sogar einiges, weil ich das nie brauche. Scharfkantiges, wo ist es denn? Ist das ein grünes Material oder? Du kannst doch einfach, wenn du eh auf die Munition gehst, dann siehst du, wie viel du hast. You've seen something out there. So dein E. Ah, da, 99. Okay. Wie gesagt, Armbrusten, Bolzen kannst du halt echt verballern, als gäbe es kein Morgen, muss halt nur auf den Kopf zielen. Weil die kannst du so billig wieder herstellen. Deswegen nutze ich die Armbrust auch gerne. Weil die Muni einfach nur billig ist. You're right. Things aren't normal. I know. Weird speakers, weird energy and super weird beat. You heard it too. And this woman spoke to me. In your head? She was there, but not there. Like she was made of sound. Too crazy. You see anything like that? No, but this place, it's special. I've mapped it all out. Strange things have always happened here. Perfect place for a festival. I warned them. They called me crazy. Now they're dead. I think this lady can help us. She knows about the beat. We gotta get to the main stage.
No, it's still there. It wants me, and it's getting stronger. Then I'm going. I'll find this beat and kick its ass. Head through the Ica village. But it will be waiting. Geht so in die Richtung, ich hab's euch gleich gesagt, ne? They tried to run this stupid festival here. And I stopped them over and over, but they finally got their way with their big... Sie sind aber nur verrückt. Sie wurde für verrückt erklärt, sie ist die Einzige, die überlebt hat. Wer ist dann verrückt, ne? You don't need to go to the main stage. Was ist das für ein Geräusch? Think of a plan B or C. Use all the letters. Ich würde mal sagen, die ganzen Fernseher, die hier sind, womit sie hier alles überwacht. I've been tinkering with a toy in my workbench. Should slice through anything that comes at me like fucking butter. Just don't mess with my progress. Anything I should expect at the main stage? Death. Yeah. What else is there? So, jetzt klettere ich mal durch den Schacht. Death will be part of you. It'll never stop calling for you. The main stage was a massacre. How'd you survive? Everyone was listening to the band, sweating, staring at the stage. Kuckuck. Hallo. Ich kann ja nachgucken, wie viel wir schon... Oh, zwei von den neuen Story-Questen haben wir schon, ne? Ja, ich hol mir noch ein bisschen Shotgun-Muni und dann komme ich. Gray seems tough, but this beat's got her spooked. Gotta find this Eco-Village. Das ist ein Schild, das brauche ich auch bei mir. Alter! Nein, aus. Ich finde, was Schusswaffen angeht, ist die Uzi eigentlich die stärkste Waffe. Also die stärkste Waffenart. Klar, die Blutwut, die ist auch irre nice. Aber ja, die Uzi, die schießt halt wesentlich schneller. Ich finde das Schild hier schön, das würde ich bei mir auch dranhängen. Das untere. No, you can't use my toilet. Der Endboss. Auf Hochturm bestellt. Die Schlafer haben trotzdem viele Leben, also. Wird die wegdrehen? Und Schalter. Druckausgleich, was für ein Druckausgleich. Hey, das war fies. Ich habe die Arme abgehakt. Ihr. Mit Magnetschloss, wo ist es denn? Ah, ich seh's. Alter, gefühlt sieht meine Waffe richtig abgenutzt aus. Meine Waffe kann nicht viel ab. Also sehr. Da ist das eine. Das hier oben. Oh, das andere war draußen, okay. Ja, hier direkt hinterm Fenster. Ah, oh, hier ist auch eine Werkbank. Ist ja kein einziger Bauplan. Ich glaube, ich repariere meine Waffe. Genauso wie. Nee, Bauplan. Naja, bei mir ist nicht wirklich was zum Reparieren. Bei mir schon. Bei mir ist nach wie vor wie immer das Problem, wo ist Munition? Ja, mit der Uzi-Muni habe ich tatsächlich ein bisschen Probleme und mit der Shotgun manchmal, aber. Weil die Uzi, die verschießt du so schnell. Ja, aber dafür haut die auch rein. Ja. Also diese Schlachter kriegst du damit richtig schnell weg. Ja, Schlachter. Ja, Schlachter kriegst du aber auch gut mit der Sniper weg. Wenn du ihn in die Füße schießt, dann ist er. Hat er ja schon drei Viertel seiner Leben. Du kannst halt nicht auf Brusthöhe schießen, da blocken die alles. Ja.
Oh, ich hab bei mir. Du schießt mit der Uzi und Elektromunition drauf, dann ist es vollkommen egal, ob die das blocken. Kommst du zu mir? Hier ist Sicherung. Ah, hier wollte einer gerade Free Hacks vergeben. Oh, lecker Larven. Eine Hauptspeise. Ich bin so unfähig. So war der Kopf. Achso, ich kann ihm mit meiner Sniper nicht schaden. Ich bin zu unfähig zu treffen. Der Gegner war leicht zu töten. 5 Meter davor stehen und trotzdem mit der Armbrust nicht treffen. Ja, wieder ganz große Klasse. Oh, da war irgendwie ein... Ja, da war wieder so eine zombie-sichere Kiste, aber wenn du die legendären Waffen hast, dann sind die sowieso Unsinn. Eine Maschinenpistole. Aber wie gesagt, die Sicherung, die braucht man an sich halt für die 100% halt. Ne? Ja. Ist halt wirklich mehr dafür als für geile Waffen. Ja. Da kannst du dir lieber von dem einen, von Hollywood. Der Hollywood, der verkauft richtig geile Waffen. Wow. Oh. Oh, hier bin ich. Also, das könnte meine Bude sein, ja. Ich würde gerne ein Bad hier nehmen. Ich hier bin, ich habe auch einen Ort gefunden. Ja, meine war auch so schickimicki. Aber hier ist leider nichts. Hab den mal aufgemacht. Das andere, wo ich drin war, das hatte wenigstens ein Bad. Und hier ist eine Couch drin. Viel angenehmer. Rein. Ah, weil hier ein Generator on ist. The Crow. Der Zombie waren wohl ein Verräter. Einmal zertreten. Hier war nichts drin. Diese Zelte sind echt enttäuschend. Ja, es hat nur viel Geld drin, aber alles Peanuts. Ja, hier haben die Bonzen gelebt. Ich höre ständig Zombie-Geschrei. Zombies in der Nähe. Hier ist ein Peitscher. Ah, den Arm kann man doch abtrennen. Aber ich habe jetzt kein Spezialitem von dir bekommen. Okay. Einen Moment. Wo kam die überhaupt her? Das ist halt aus und später muss ich mich oft aus dem Bild packen. Ja. Ey, Dark, spring mal in den Propeller. Tut bestimmt nicht weh. Ist Feuer, spring doch mal da rein. Alter! Ich habe schon eine Vermutung, was eine der Herausforderungen dieses Spiels ist.
Komm, hilf mir, wieder reinzutreten. Ich hab irgendwie keinen großen Schwungtritt. Ich kann ihn nicht groß kicken. Warte mal, tolle Idee. Ich hab den Köderbombe dahin geworfen. Das ist sogar unsere Mission. Ey, wir brauchen nur zuschauen. Warte. Rüste doch einfach den Köder aus. Und wirf ihn da rein. Die rennen von allein da rein. Miau, miau, miau. Ja, warum sollen wir selber machen, wenn der das für uns erledigen kann, ne? Wahrscheinlich hört man uns gar nicht mehr wegen dem Ding. Er hast du so einen starken Kick gefühlt. Ja, das hängt von meinem mit meinem Charakter zusammen. Es macht Spaß, die da reinzutreten. Leute, rein da! Das ist wohl eine Mission für dich. Hinter dir, ne? Da funktioniert aber nur von der Seite aus tatsächlich. Carla lacht auch gerade schon irre. Es sieht so lustig aus, wie sie da reingesogen werden. Ja. Als ob die es wollen, so. Wie mich hoch, Scotty. Alter. Ich hab so ein Gefühl, was mein Pappdell wird später. Das Blut. Wie die in den Ventilator reinziehen. Als ob die es wollen. Gerinna. Einmal kurz gucken. Gerinna können ihren gesamten Körper zu einer ekelhaften Brühe verflüssigen, um Schaden zu entgehen. Aber bleibt wachsam. Sie formieren sich in der Nähe neu und setzen den Kampf fort. Also die siehst du nur, wenn du in die Nähe kommst. Die kannst du vorher gar nicht sehen. Das ist auf jeden Fall ein cooler neuer Zombie, finde ich. Bisschen gruselig, aber ja. Definitiv cool. Oh, einen Erfolg gerade bekommen. Dann gleich 3 Stück von diesen Säcken, ey. Aber Gerinna. Aber. Oh, neues Wurfgeschoss. Was, wo? Ich hab ein neues Wurfgeschoss. Hornissen-Nest. Oh, ich hasse Hornissen. Ja, yo. Im Fest in den Schwaben, dieses insektengefüllte Granate setzt Schwärme frei, die Zombies suchen und angreifen, aber und dabei Schaden über Zeit verursachen. Die probiere ich einmal aus. Also, der größte Albtraum wurde gerade wirklich wahr. Greifen die auch uns an, wenn man sie wirft? Ich hoffe nicht. Nö, guck mal, ich kann einfach drinstehen. Macht nix. Ich hoffe auch. Ich würde das mal gegen den Gegner einsetzen und gucken, ob es effektiv ist. Also so ein Zombie ist mal richtig cool. Einen, der einfach sich aus Matsche bildet. Da musst du ja vor jedem Matschhaufen dich jetzt in Acht nehmen.
Weil du die ja vorher echt nicht sehen kannst. Die zeigen sich nur, wenn sie in deine Nähe kommen. Vor allen Dingen in der wie der sich in der Sequenz gebildet hat. Ultra ekelhaft. Oh, hier ist ein Bauplan. Nichts für kleine Kids. Erschütterungsvorteil. Wo bist du denn? Mehrere Angriffe lösen eine traumatisierende Explosion aus, die herkömmliche Zombies fliegen lassen kann. Töte traumatisierte Zombies, um Ausdauer wiederherzustellen. Warte mal, das kommt auf meinen Hammer. Und da ist eine Turbinenlüge. Turbinenlüge. Vom Solar Schissel. Pap. Das glaubst du mir nie. Erinnerst du dich noch an die verrückte Lady, die im Schulbushaus, wie sie Zettel verteilt und darauf die Festivalorganisatoren das Greenwashing besichtigt hat? Wie könnte ich das vergessen? Und jetzt erzählt mir Steve, dass die ganzen verlenkbaren Windturbinen auf dem Festivalgelände gar nicht funktionieren. Wie meinst du das? Offenbar reicht der Wind nicht dazu aus, dass sie Strom generieren könnten. Die drehen sich nur, weil sie vom Boden aus mit Strom versorgt werden. Soll das ein Wind sein, statt welchen zu produzieren? Was ein Irrsinn, die verrückte Buslady hat also doch recht. Weil was sie sonst noch recht gehabt hat? Nein! Ja, bei was hatte sie sonst noch recht? Wie hieß das jetzt? Erschütterung haben wir hier eingesammelt. Und das muss auch nur, das tust du am besten auf den Hammer. Wenn du einen schweren Schlag machst, dann machst du so eine komische Explosion, die fliegen lässt. Auch gibt mir nochmal eine Verschnaufpause. Der Junggeselle. Von Hand mit Tinte geschrieben. Hallo, ich habe den Kellner gebeten, dir diesen Zettel zu geben. Ich bin der gut aussehende Junggeselle, der am Tisch hinter dir sitzt. Darf ich dir ein Getränk ausgeben? Von Hand mit Lippenstift geschrieben. Hi Junggeselle, du hast vergessen, deinen Ehering abzunehmen. Gabriele schon. Das ist das Ende der Nachricht, ne? Mit von Hand mit Lippenstift geschrieben. Hi Junggeselle, du hast vergessen, deinen Ehering abzunehmen. Alter, wie dämlich. Der Typ, der da angebaggert hat, der hat einen Tritt in die Eier verdient. Ja. Geil. Also, der ist jetzt verdient Single. Strom benötigt. Alter! Open, please! Ich bin ja schon drauf. Hast du was gefunden? Eventuell habe ich einen Gegner gefunden. Den Hammer lasse ich jetzt liegen. Oh Mann, ey. Hier ist ein Schalter. Knöpfchen drücken, um Strom zu aktivieren. Mann, ey. Boah, die hat aber ordentlich aufgefressen. Das Vibe. Fuck. Warte, ich hole mir noch einen Energy Drink. Hier sieht's krass aus. Oh, da hinten steht, ist ein Solargeschäft. Ich denke mal, das ist die Hauptbühne. Ach komm schon. RAM. Fertigkeit in RAM freigeschaltet. Was? Da. Okay, tatsächlich. RAMen. Drücke LB, RB, um dich einen kraftvoll laufenden Ansturm. Junge, kannst du damit Gas geben? LB und. Bei mir sind es die Vorder- und Schultertasten, einfach beide gleichzeitig drücken. Neue Fähigkeit, ja, warum nicht? Oh, tatsächlich. Man kann damit echt gut Gas geben. Ich glaube, der PC hat gerade eben ganz starke Probleme. Warte, ich muss bei mir gerade auch mal kurz in den Taskmanager gucken. Mein Gehweg verbraucht VC-Face gerade richtig viel. Ich habe übrigens noch einen aus Versehen im Filter von einem anderen Spiel. Entschuldigung, dass ihr ein bisschen weniger gesehen habt. Angeblich verbraucht mein Avatar-Programm gerade 71% vom PC. Ja, ein Scheißdreck. Einen Moment. Man muss jetzt überprüfen, ob es jetzt funktioniert, also ob es jetzt einmal einwandfrei läuft.
Ob da jetzt immer noch die FPS-Einbrüche sind. Wie drehst du dich bei mir ganz komisch? Ja, ich drehe gerade mit der Maus. Und zu prüfen, ob FPS-Einbrüche da sind. Okay, OBS scheint sich jetzt wieder gefangen zu haben. Ich entschuldige mich an der Stelle. Ich weiß nicht, wann OBS gerade wieder diese extremen Probleme hat. Mein PC hat den ganzen Tag ohne irgendwelche Probleme funktioniert. Ich weiß nicht, was das gerade war. Das kann ich euch im Bestfall wirklich nicht sagen. Ich weiß nicht, was OBS gerade für ein Problem hatte. Also das Problem kam nicht von Dead Island, sondern von OBS selber. Da kommt übrigens ein Fatzke und will Stress. Hat sie erledigt. Also, kurz zur Erklärung, was hier gerade vonstatten gegangen ist. Also, OBS hat so eine videobetrachte Einstellung, damit... Also ich kann da was einstellen, damit hier so eine Maximalleistung ist. Ich habe das bei mir auf 6000 und OBS hat trotzdem, obwohl ich diese Maximalleistung auf 6000 gestellt habe, das gerade auf 8000 gehoben. Und deswegen war OBS gerade überlastet und deswegen hattet ihr gerade nur ein FPS gefühlt. Wie gesagt, ich weiß nicht, wann das zustande kam. Ich kann das jetzt an dem Punkt wirklich nicht sagen. Ich habe das nur gesehen, weil ich auf dem mein Handy, worüber ich den Steam auch offen habe, um nachzuprüfen, ob irgendwas mal Probleme hat. In dem Falle war ja sogar auch gerade ja ein Problem da. Um das direkt zu merken und dass ich dann irgendwas da machen kann. Weil ich sag mal so, nicht jeder aus dem Chat, der mir zuschaut, sagt mir, wenn ich irgendwelche Probleme habe. Weil ich habe sehr, sehr oft nur Lurker in meinem Steam. Also ich sehe da zwar höhere Zuschauerzahlen, aber wenn die alle nur lurken und da ist ein Problem und die sagen mir es nicht, das hilft ja überhaupt nicht. Also wie gesagt, ich sehe es erst beim Schnitt, wie was da, beziehungsweise ab wann die FPS-Einbrüche kamen. Ich hoffe, die waren jetzt nicht lange da. Ich muss jetzt jedenfalls OBS einmal neu starten, damit die Probleme weg sind. Sollte eventuell bei OBS auch dieses Häkchen andrücken, dass es, dass da jetzt auf Wiederholen ist. Zumindest für Twitch wichtig. Also jetzt sollte eigentlich wieder gehen, weil jetzt macht er nicht mehr die Faxen. Ich hoffe nach wie vor, dass das noch nicht lange ist. Ich auch nicht. Weil das wäre richtig kacke. Weil das ruiniert... ich musste bei einem Video schon mal stark drumherum schneiden. I need to get up there. Weil das ist gerade so der Bereich, wo ich halt eine Liste gefunden habe. Eine Notiz. Das ist generell kacke für mich, weil diese einen FPS-Stellen, die kann ich eigentlich nicht im Video drin lassen. Und wenn das jetzt, sagen wir mal, bei der Sequenz schon angefangen hatte, gerade eben, dann ist das richtig kacke. Bei mir kam aus der Tür gerade ein Grenadier raus. LOL. Und wenn, du kannst dir... Wenn du mit dem Starken bei der Waffe durchziehst, der zieht wirklich durch mit der Schnittwaffe, ne? Einmal hacken und dann durchsägen. Hey, du kannst übrigens zu mir kommen. Ich glaube, mein Ding ist aufgeladen. Hey, hier ist ein Lagerspind. Ja, heck. Tatsächlich lege ich mal mein krasses Schwert beiseite und meine Spitzhacke. Obwohl, das Schwert behalte ich bei mir. Der Ripper ist zwar ganz nett, aber ich finde die Waffe nicht so stark. Der was, der Ripper? Ja, das ist das Kreissägen-Ding. Ich finde, es ist nicht sonderlich stark. Nee, ich habe es eigentlich auch schon wieder zurückgelegt. Also der Hammer ist eine wesentlich stärkere Nahkampfwaffe, definitiv. Ja, den Hammer habe ich auch schon wieder zurückgelegt. Wieso hast du den Hammer weggelegt? Ja, weil ich was anderes nutze. Ich nutze den Brutalität nutze ich.
weil ich möchte eine Waffe haben, die schnell angreift. Betrifft alle Soundtechniker. Where's your sense of adventure? Pre-Show-Checks jetzt verbinden. Ich bitte beachten. Auf Weisung der Firmenleitung wird das Soundsystem der Hauptbühne erst nach Abschluss der Pre-Show-Checks aktiviert. Frage: Haben wir dem Management von dieser einseitig bestimmten Änderung abgeraten? Ja. Wegen der Soundanlage schon mal aus dem Bild packen. Frage: Ist es das nicht unnötig, übergriffig und unangenehm? Antwort: Ja. Frage: Möchte ich kontaktiert werden, damit du dein Herz bei mir ausschüttest? Antwort: Nein. Teste die Riesenbildschirme. Ich habe die Pyrotechnik aktiviert und sie ist schön. Yo. Jetzt lockt sogar die Zombies ein. Ja. Guck mal, wir dürfen jetzt gleich vier Kugeln hier vorne hintragen. Oh nee, oder? Test die Riesenbildschirme. Wie machen wir das denn? Also ich hoffe, dass die Bayman-Brüche zumindest erst nach in der einen Sequenz gerade eben kam. Mit in diesen Gerinnern. Ich hoffe es. Obwohl, ich hatte die Frame-Brüche erst danach. Also könnte sein, dass es erst danach passiert ist. Im Ernst, Riesenbildschirme wo? Ich weiß nicht ganz genau, was jetzt gerade von uns verlangt wird. Hier ist auch nochmal eine Pyrotechnik. Hier vorne. Bildschirme, hier vorne. Oh, okay, ja, das ergibt Sinn, dass... Ergibt vielleicht Sinn, dass es Pyrotechnik Schaden macht. Oh nein! Ach so, schlechte Einheit betreten, so. Ja, wir müssen jetzt wieder das Ding hier auseinandernehmen. Die müssen halt da dran sterben, ne? Ja, die Bienchen, die sind schon recht effektiv, kann man sagen. Zumindest gegen die langsamen Gegner, gegen die schnellen... Aua. Ist das jetzt nicht so effektiv. Vergiss nicht, dass die neben den Dingern sterben müssen, ne? Okay, ein Ding liegt frei. Zwei Dinger liegen frei. Jetzt müssen sie hier sterben. Boah, die Party ist hier vorne, aber so richtig. Stimmt, einmal das Rammen gegen den Gegner ausprobieren. Du rennst einfach durch die durch. Mach mal das Rammen gegen einen. Direktes Vorgehen, du kriegst einen Erfolg dafür, wenn du die mit den Rammen umnietest. Du kriegst dafür einen Erfolg. Ich habe jetzt keinen Erfolg bekommen. Mische die Hardcore-Fans auf. Ja. Wirf ruhig diese Kugel nach denen. Das sind echt starke Waffen tatsächlich. Die spawnen eh durchgehend neu. Warum soll? Ich glaube, die Bienchen, die nehme ich aber wieder aus meinem Repertoire raus, aber ich finde die Jagdbombe wesentlich besser.
Ja, Schilddrogen merkt man. Also das Item. Direktes Vorgehen, jetzt habe ich es bekommen. Diese Explosion. So, die tanzende Frau beehrt uns wieder, ne? Yeah, there's a beat, and yeah, you can hear it. Guess what? You already recorded it and sent it to me. What the fuck? This is the third time we're talking. I think there were other versions of you, though, or something. Ugh. You're collecting pieces. I guess so. What do I do with them? Recombine them. Find the beat. I thought we found it already. So I need to change it somehow? Find me in your world. Sure, but where? I'll be drawn here by the beat. Here at the festival? Yeah. And if I know me, I'll be dancing. Dancing. That's gotta be the club. Da ist jemand gekommen. Ja. Das Klagelied schon wieder. Der Idiot ist wieder gekommen. Feuer ist gegen die nutzlos. Und eine ist Level 32. Ich weiß nicht, was mich gerade hingerichtet hat, ne? Soll ich erst Wiederbeleben mal ersparen? So. Ja, die müssen ja ein bisschen stärker sein als normal, ne? In Klagelied kann man keinem Damage zufügen. Der ist immun gegen Schaden. Ich verpiss mich. Aua. Mach das Pyrotechnik mal sonst an. Es steht ja eigentlich sogar da Lauf, ne? Was war das Pyrotechnik an? Blutungsschaden ist gegen die sinnlos. Schön, dass wir es geklärt haben. Oh, Elektro funktioniert sehr gut. Elektro und Gift. Oh, machen wir es Elektro an. Lass dich von denen nicht packen, die killen dich instant. Help! Hello? Also wenn sie dich so packen kriegen, bist du tot. Mich hat einer gepackt und bin instant umgefallen. Could I get help? Da neben dir. Ja, ich kann nicht! Eigentlich sollen wir ja weglaufen und nicht kämpfen. Steht sogar da oben. Hast du die Bienchen probiert? Einen sind wir los. Nee, wir sollen laufen. Die kommen immer wieder. Lauf. Ja, ich habe einen getötet und da kam direkt ein neuer. Wir sollen weglaufen. Der eine, der ist ja auch unsterblich. Ist nur Level 32 Gegner und daher. Alter, wie soll man. Den kann man nicht töten. Der kann keinen Schaden kriegen. Three, two.
lost. Ist eingeschlafen. All right. I'm looking for that nightclub. Ach, wir sind wieder hier. Oder? Nee, das ist ein anderes Gebiet. Ein Drittel haben wir schon, ne? Ja. Hallo, Freddy Krüger. Oh. What the fuck? We are watching. Da. Er beobachtet uns. Wusstest du das? Suchen den Weg rein. Ist der Gegner, den ich gerade getötet habe? Eigentlich, ich brauche unbedingt Munition, ne? Ja, ich kenne das Gefühl. Ich kenne das Gefühl nur zu gut. Ja, und Medikits brauche ich auch. Locked. Hier oben kommt man noch. Ach, mit Magnetschloss. Ich mach mal das Grüne hier. Hi. Ist auf jeden okay, Fall. Okay, das eine habe ich. Auf. Oh. Oh, Poolparty. Yeah, let's hit the beach. Gut, höre ich dich. Ich brauche noch auf den anderen Ohr. Ja, eben ernst, mir geht halt auch die Muni mittlerweile komplett aus. Und das Dumme ist, weil Schießpulver so selten ist, kann ich mir auch nicht wirklich welche neu herstellen. Ja, wir brauchen einen Händler oder irgendwie sowas, ne? Eigentlich ja. Also es empfiehlt sich echt, entweder auf Nahkampf oder auf die Armbrust zu gehen. Armbrust ist ja auch recht billig. Stimmt doch. Warte, ich wechsle sonst mal zu meiner. Werkbank. Ich tu mal meine. Oh, was? Das ist eine Werkbank? Ja, aber wenn du keinen Schießpulver hast, kannst du dir ja auch nichts herstellen. Ich sehe es schon wieder gerade. Ich guck gerade aufs Handy, ne? Schon wieder nur ein FPS. Scheiße. Sorry, da geht schon wieder mit der Codierung hoch. Also wenn ich das sehe, dann denke ich mir, lassen wir es für heute gut sein. Weil wenn bei mir das die ganze Zeit jetzt abkackt, dann macht das keinen Sinn. Ja. Dann würde ich sagen, mach mir halt einfach an einem anderen Tag weiter. Wir brauchen uns ja nicht durchhetzen. Stimmt. Weil, wie gesagt, bei mir kackt OBS gerade wieder komplett ab. Und wenn das jetzt, das waren jetzt nur 20 Minuten nach dem letzten. Ja. Ich habe jetzt nicht wirklich Lust, dass das jetzt den ganzen Abend auftritt. Deswegen sage ich, lass mir das jetzt für heute gut sein. Ich beende jetzt hier so langsam dann den heutigen Stream. Wir machen dann hier beim nächsten Mal weiter. Gerade wieder FPS-Einbrüche. Ihr seht es ja eigentlich auch schon am Avatar. Also OBS kackt gerade richtig ab. Ich glaube, es ist für euch weniger cringe, wenn die Avatare gerade nicht im Bild sind. Weil dann habt ihr zumindest nur das Standbild gerade. Also es macht an der Stelle für uns gerade keinen Sinn weiterzumachen, weil ja, OBS hat bei mir gerade gefühlt alle 10 Minuten Standbild, beziehungsweise eh nur ein FPS. Ich weiß nicht, ab wann das Problem jetzt wirklich aufgetreten ist. Jedenfalls macht es so keinen Sinn weiterzumachen. Deswegen sage ich mal, also ich hoffe, dass ihr Spaß mit dem Video Stream hattet. Wenn ja, ein Abo und ein Like später auf YouTube da lassen. Da lade ich ja nochmal geschnitten hoch. Auf Twitch ein Follow. Und den YouTube-Zuschauern sage ich an der Stelle schon mal ciao. Wir machen hier dann beim nächsten Mal weiter. Also euch bis dann.